So, nachdem wir den Eisengolem besiegt haben, untersuchen wir jetzt den Ring aus Licht. Und was da passieren wird. Düdüm. Könnt ihr euch eigentlich denken? Auf jeden Fall stehe ich jetzt so ziemlich vor dem interessantesten Bossfight ever. Nee. Zwei Leute feiern das jetzt schon, dass ich kurz davor stehe. Aber erst muss ich da hinkommen. So, mein Ziel ist es jetzt erstmal nur zum Bonfire zu kommen. Anor Londo. Ja, das war ja unser Ziel. Das hat ja Framd erwähnt und der Ritter da. Ich weiß gar nicht, wie heißt der überhaupt? Weiß nicht. Auf jeden Fall. Jetzt will ich erstmal nur zum Bonfire. Das wäre gerade eben keine Statue, sondern auch ein Gegner natürlich. Aber ich möchte zum Bonfire leveln und mich heilen. So. Gut. Einmal Beweglichkeit, zweimal Kondition. Und einmal Vitalität. Es wird mir eh noch zum Verhängnis werden, dass ich so wenig Leben habe. Bei dem nächsten Boss 100 Pro. So. Hi. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Verstärken. Ach, habe ich schon gemacht, stimmt. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. If you require rest, okay, das war's. Wenn die miteinander verbunden sind und die nie erlöschen, entweder ist die Übersetzung im Deutschen ein bisschen falsch, ich habe jetzt nicht auf den englischen Text geachtet. Warum stirbt das Feuer, wenn die Feuerhüterin daneben stirbt? Das ist nämlich so. Deswegen habe ich auch halt den, wie hieß er, Lord Wreck getötet an der einen Stelle, weil ich die Feuerhüterin einfach haben wollte. So, wir hätten jetzt auch noch gegen die, haben die da oben in den Kisten Steine? Ich weiß es nicht. Sollte ich beim nächsten Mal nachgucken, weil die brauche ich. So. Da kommt schon wieder einer unserer Freunde, den Gargoyle. Meiner Freunde. Den Gargoyle. So. Oh, da kann man auch eine Gargoyle-Axt bekommen? Wusste ich noch nicht mal. Ich glaube, ich habe dem noch nie den Schwanz abgeschlagen. So, der ist schon mal tot. Und ein Gargoyle-Helm. Habe ich jetzt nicht zwei davon? Jetzt müsste ich zwei Gargoyle-Helme haben, oder? Ja.
wusste ich echt nicht. Ich glaube, ich habe noch nie von dem abgeschlagen. Gut. Gelobt sei die Sonne, ja. Praise the Sun. Wie ihr seht, ist das ein bisschen problematisch mit rüberkommen. Deswegen müssen wir einen anderen Weg suchen. Und den fand ich beim ersten Mal echt nicht sehr obvious, weil er leicht versteckt ist. Aber dadurch, dass man hier und hier keine Brüstung hat und da zufällig jetzt sogar ein Text steht, wie bei mir nämlich beim ersten Mal spielen, ist es gar nicht mal so schwer. Man muss hier hoch und da oben rein. Ja. Das war mir beim ersten Mal nicht so bewusst. Hi. Für mich sehen die Leute immer noch aus wie Kuckucksklan. Aber gut. Das ist meine Meinung. So. Stirb. Da gibt mir auch Wurfmesser. Und dann geht's nach hier oben. Oh, und das könnte jetzt ein bisschen dauern. Weil ich für gewöhnlich fehle. Für gewöhnlich. Also mit Tastatur war es auf jeden Fall noch schlimmer mit dem Failen. Mit Controller kann man schon ein bisschen feinfühliger rangehen an die Sache. So, der ist schon mal tot. Heilen. Wie ihr seht, sind da hinten noch zwei. Musste ich hier oben gegen die Kette schlagen? Ja, dann fällt das runter, gut. Ich möchte nur einen davon anlocken. Ja. Das beeinflusst mich hier kein Stück. Der lässt sich aber auch nicht aus der Ruhe bringen. Der ist schon mal unten. Fehlt noch der. So, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das auf Anhieb schaffe. Gut, noch kann ich failen. Und bin drüben. Ich bin erstaunt von mir. Ich habe mit Fails gerechnet. Ja, los. War hier irgendwas? Oder war es nur ein Weg nach unten? Ich glaube, das war nur ein Weg nach unten. Aber ich muss ja nach oben. Und durch das Nebeltor. Damit ich zu dem Riesenaufzug komme. So. Den müssen wir jetzt drehen. So, jetzt habe ich mir nämlich den Weg vom Dings einmal rüber gemacht. Und ich glaube, ich muss nochmal drehen, damit ich zum Bonfire komme. Ach so, stimmt. Den habe ich ja ganz vergessen. Hey! Komm nach oben! Der hat sich 3 Schaden gemacht durch die Aktion. Treppenkampf. Oh, das war nicht gut.
trinken. Könnte ich jetzt noch eine Gargoyle-Axt bekommen? Naja, ist mir auch egal. Helle Bade und Schild. Das gab der? Konnte ich mir echt nicht mehr dran erinnern. Gut. Ja, ich muss noch einmal fürs Bonfire. Aber zu dem Bonfire will ich eigentlich gar nicht. An das ich gerade denke. Weil oben einfach rüber ist einfacher als den Fahrstuhl jedes Mal einen hoch und hä. Vom Gefühl her ist es auf jeden Fall kürzer. Ob es wirklich kürzer ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt gleich die Fick-Dich-Stelle. Mal sehen, wie ich mich da anstelle. Dark Souls-Spieler werden wissen, was ich meine. Oh Gott, oh Gott. So, erstmal. Du, komm hier mit. Ich will gegen dich kämpfen. Kann der bluten? Ich hab keine Ahnung. Kann der bluten? Aber er kann. Ja, er kann bluten. Schön. Die geben nämlich auch relativ viele Seelen. Oh, ich habe die Riesenhellebarde bekommen. Womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. So. Und tot, so. Was sagt denn die Haltbarkeit von meinem Dings? Kann man das hier nicht? Da, Haltbarkeit 57 von 80, gut, geht noch. Lag hier noch ein Item? Ich könnte einmal leveln, wenn ich wollte. Hi. So, komm hierher. Ja, die machen noch irgendeine Schadensart, die durch mein Schild geht anscheinend. Das gefällt mir nicht. Blitz. Höchstwahrscheinlich. Und der ist schon mal tot. Für den nächsten anlocken. Gut. Der müsste jetzt nach oben kommen. Oh, so geht das wohl relativ gut. So, jetzt fehlt noch der. So, der ist auch Geschichte. Oh, mein Gott. Gleich kommt die Fick-Dich-Stelle. Aber erstmal konnte ich die einzeln anlocken. Konnte ich. Das war nicht gut. Ich hing irgendwo fest. Oder irgendein Move, den ich noch nicht kannte, hat er gemacht. Weil eigentlich wollte ich auf den gehen, dann wäre er auch zurückgeschreckt und alles, und dann hätte ich das vielleicht schaffen können. Nun gut. Hier geht's im nächsten Part weiter und bis dann, ich bin euer MK Indiana Jones.